Lasset uns anfangen. Ist der Regler schon oben beim Stream Sound? Wann arbeitet dran? Wann tut immer gern Dinge. Also ich darf die Anwesenden begrüßen und freue mich, dass ihr durchaus zahlreich erschienen seid. Finde ich super, am Samstag mitten in der Nacht sozusagen. Wir stellen heute die Landtagskandidaten für den Stimmkreis 104 hier in Milbertshofen auf. Und im Namen des Kreisverstands des Kreisverbands München darf ich die Sitzung eröffnen. Zunächst die Frage: Besteht Einwendung gegen die Akkreditierung irgendeines Piraten oder sollte irgendein Pirat akkreditiert werden, der nicht akkreditiert wurde? Sprich, hat irgendjemand seine Stimmkarte zu Unrecht oder sollte irgendjemand eine haben, der keine hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sind alle zu Recht stimmberechtigt. Dann brauchen wir einen Versammlungsleiter. Irgendjemand hat mich vorgeschlagen. Ist die Versammlung einverstanden, dass ich das übernehme? Gelbe Karten, bitte. Gut. Gegenstimmen? Bitte mit der eigenen Karte. Gut, dann danke ich euch für das Vertrauen. Die Geschäftsordnung und Wahlordnung wurde vorab veröffentlicht. Bestehen Einwände dagegen? Dann gilt diese als angenommen. Wir haben Geschäfts- und Wahlordnung. Die Öffentlichkeit, so steht es in der Geschäftsordnung, ist zugelassen. Wir streamen die Veranstaltung auch. Seid ihr damit einverstanden? Gegenstimmen? Ich sehe es nicht der Fall. Danke. Dann brauchen wir einen Wahlleiter. Ich schlage Markus vor. Einverstanden? Gut. Gegenstimmen? Nein, Markus, du hast den ersten Job. Und der zweite für den Markus wäre der Protokollführer. Seid ihr einverstanden, dass der Markus Protokoll und Niederschrift führt? Beziehungsweise die Niederschrift? Ich sehe, das ist der Fall. Gegenstimmen? Nein. Gut. Dann bräuchte man einen Wahlhelfer. Hat irgendjemand Lust? Wie heißt du? Fabian. Gut, Fabian hat den Job. Danke dir. Seid ihr einverstanden, Gegenstimmen? Einverständnis mit dem Wahlhelfer? Gut, jetzt hast du den Job. Gegenstimmen? Gut, wie erwartet. Wir brauchen zwei Zeugen, die diesen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung und dass die Wahlen nach den Grundsätzen geheimer und gleicher Wahl stattgefunden haben, bezeugen. Es sollten Mitglieder der Versammlung sein und keine Kandidaten. Das ist der Idealfall. Einmal? Noch jemand? Wir bräuchten noch einen zweiten Zeugen. Wer war der erste? Vielleicht ist es einfacher, wenn du sagst, was der Zeuge tun muss. Der Zeuge muss nur zum Schluss unterschreiben, dass diese Versammlung nach den Grundsätzen gleicher geheimer Wahl abgelaufen wurde und dass § 28 des Bayerischen Landeswahlgesetzes beachtet wurde. Wer traut sich? Eine mit gelber Karte. Der Rest kandidiert ja. Gut, die gelbe Karte ist strittig. Wenn es irgendjemand außerhalb der Versammlung machen will, nehmen wir den auch an. Michelle, okay. Es steht nirgends explizit, dass aus der Versammlung kommen will, es ist einfach Empfehlung. Gut, dann haben wir noch einen ganz entscheidenden Beschluss zu treffen, einen sehr wichtigen, nämlich eine Begrenzung der Redezeit für die Kandidaten. Wir empfehlen 10 Minuten. Ist die Versammlung einverstanden? Gibt es Gegenstimmen? Irgendjemand der Meinung, dass der Kandidat länger reden sollte? Danke. Wir empfehlen den Kandidaten, die 10 Minuten nicht auszuschöpfen. 3 bis 5 Minuten sind in der Regel okay, wenn jemand mehr zu sagen hat, ist das aber absolut auch in Ordnung. Gut, jetzt werden wir eigentlich zur Vorstellung der Kandidaten kommen, aber wir haben einige Kandidaten, die noch vorgeschlagen werden müssten. Das wäre
Okay. Finden sich für alle vier Kandidaten Leute, die Sie vorschlagen? Es kann jeder beliebig viele Kandidaten vorschlagen. Ich möchte kurz erläutern, also als Kandidat muss man vorgeschlagen werden. Das heißt, wenn man stimmberechtigt ist, kann man sich dann quasi selber vorschlagen, dann kann man automatisch kandidieren. Wenn man nicht aus dem Stimmkreis ist und damit nicht stimmberechtigt ist, müsste man jemand der Stimmberechtigten einen vorschlagen, damit er kandidieren kann. Deswegen ist jetzt die Frage, wer die keinen anderen Kandidaten, die nicht aus dem Stimmkreis kommen oder nicht stimmberechtigt sind, vorschlagen. Ich schlage mich selbst vor, also ich muss mir nicht vorschlagen. Ich schlage Boris, Nadine, Flo vor. Ach doch, das schlage ich auch vor. Okay, du schlägst also auch vor. Also du gehst schon vor, auf mit Deutsch. Noch jemand? Will noch jemand antreten? Ich schlage alle vor. Ich schlage alle. Ja gut, du bist der Stimmberechtigte, ich muss niemand vorschlagen, sondern sich selbst vorschlagen. Auf euren, du schlägst also die Stimmberechtigte aus dem Stimmkreis. Ich schlage also jetzt Dominik Vater, Boris Dorowski, Nadine Engelhardt und Flo Frey vor. Gut. Dann darf ich alle sich selbst und von Fremden vorgeschlagenen Kandidaten zu mir nach vorne bitten. Ach du Schande. Die Versammlung wehrt sich. Tut mir nichts. Kurze Erläuterung. Hier drin sind 24 Skalbelsteine. 46. Alle Buchstaben. Muss richtig sein. 26. Jeder zieht einen Stein und die Reihenfolge der Vorstellung geht dann nach Alphabet. Das ist ein Buchstabe, was am Anfang. Du hast es Lehrer oder was? Ich hätte gerne den Joker gehabt. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, was? Ein U? Ein D? Ich glaube, wir können sich schon mal ganz überstellen. Was? Wofür ist das? H. Dann brauchen wir ein D. Das ist aus dem E. H. M. Ja, du, Y. Also haben wir Tobias, Boris, wie heißt du? Michael. Flo, Dominik, Nadine, Florian. Einfachheit halber. 7. Damit ist der Rekord vom Dienstag eingestellt. Gut, Reihenfolge hast du notiert? Ja. Bitte ich Sie wieder zurückzugeben. Und das Tag muss man sich mühevoll wieder einsammeln. Ist der letzte wieder aufgetaucht? Nein. Ja. Oder? Wow. Echt? Wer hat sein? Dann ist die Frage, wo ist er? Wer hat die Hand abgegeben? Mhm. Gut. Wie gesagt, die Vorstellungszeit ist 10 Minuten. Ja. Dann könnten wir zu Beginn. Super. Das ist kurze Erklärung noch. Nachdem wir hier keine große Uhr haben, nach 5 Minuten fangen wir an, die Zeit zu halten, also 5, 4. Okay, das heißt, ich halte dich im Blick, dann ist die Welt noch zwischen. Gut. Nach 10 Minuten setze ich den Zellbaum für ein. Okay, jetzt ist Zellbaum. So, das heißt, ich darf beginnen? Bitte. Super. Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias, ich bin seit Anfang des Jahres bei den Piraten dabei. Offiziell seit März, also seit der Landesversammlung, die wir in Regensburg, Straubing da hinten hatten. Ja, ich bin eingestellt auf die Piraten von der inneren Einstellung her, seit ich mich für Politik interessiere. Da gab es die Piraten noch nicht, das war mit 16, 17 rum, habe ich mich in der Schule angefangen für Politik zu interessieren, dank eines netten Lehrers von mir, der totaler Politikfreak war. Ich habe mir damals schon gedacht, dass das, was in Deutschland und in der Politik von Deutschland so abgeht, nicht das Gelbe vom Ei ist. Und ich habe mir aber damals gedacht, ein Parteieintritt ist nicht wirklich sinnvoll, weil alle etablierten Parteien eigentlich dieselbe Scheiße fabrizieren. Weshalb ich einfach jahrelang eher untätig war. Und als dann 2006 die Piratenpartei aufgekommen ist, habe ich mir das erstmal in Ruhe angeguckt und habe mir gedacht, was die Jungs da machen, ist nicht verkehrt, deckt sich so ziemlich mit dem,
was ich mir vorstelle, wie Politik abzulaufen hat. Ja, dann habe ich 2006 das erste Mal gewählt, die Piraten. War aber aufgrund privater Probleme und Einstellungen und Umstände, ist das richtige Wort, noch nicht in der Lage, mich aktiv daran zu beteiligen, an dem Geschehen. Und es ist dann ein bisschen eingeschlafen dadurch und habe dann eben Anfang dieses Jahres wieder beschlossen, aktiv zu werden. Und bin jetzt dabei, habe Anfang des Jahres auch dann Infostände angeleiert hier in München. Bin jetzt seit etwa 4 Monaten bin ich gewählt als Kassenprüfer der Kasse halt. Und ja, sonst gibt es noch Wichtiges über mich zu wissen, dass ich hier im Stimmkreis wohne seit über 4 Jahren, bin ledig, habe einen festen Job mit gutem Einkommen. Und von daher denke ich, dass ich mich gut auch weiterhin für die Piraten engagieren könnte. Ne? Gut, der Nächste darf, wenn er möchte. Ja, hallo, mein Name ist Boris Turowski, ich bin 25 Jahre alt, stamme aus Moskau, wohne aber seit Ewigkeiten in München. Bin seit 2009 in der Piratenpartei dabei und aktiv. Das ursprüngliche Thema war Urheberrecht, weswegen ich eingetreten bin. Habe mich seitdem aber in vielen anderen Bereichen auch engagiert. Zum Beispiel bei den verschiedenen Presseteams auf Bundes- und Landesebene. International habe ich die Piratenpartei Russland mit auf die Sprünge geholfen und bin im Dachverband Pirate Parties International Leiter des Übersetzungsteams. Und hier in Bayern leite ich die Antragskommission und seit März diesen Jahres auch die Geschäftsstelle hier. Ja, wenn wir jetzt von dem Kopf zu den Themen kommen, es heißt ja oft, Piraten hätten kein Programm oder zu wenig Programm, gerade auf Landesebene. Das ist absoluter Unfug. Wir haben schon mit den Themen, die wir jetzt in unserem Grundsatzprogramm besetzt haben, weite Felder in der Landespolitik abgedeckt. Das fängt an bei der Transparenzforderung, die gerade in Bayern nicht immer auf dem neuesten Stand ist. Auch Korruptionsbekämpfung, Mitbestimmung ist alles auf Landesebene brandaktuell. Bildungspolitik ist Ländersache, gehört zu den piratigen Kernthemen. Medienpolitik, das fängt bei dem Rundfunkstaatsvertrag an, über zum Beispiel Jugendschutzmaßnahmen, fällt alles in Landeskompetenz. Verkehr und Infrastruktur, da haben wir hervorragende Positionspapiere zur dritten Startbahn, zur zweiten Stammstrecke, zum Netzausbau, Breitbandausbau. Das sind alles Themen, die wir als Piraten in den Landtag bringen sollen und müssen. Und wir müssen neben konkreten Themen auch bestimmte Grundwerte in den Landtag, in die Politik bringen, die von keiner anderen Partei erbracht werden. Das sind die Grundwerte eben der Transparenz, aber vor allem auch der Freiheit, der individuellen Freiheit, für die Piraten in allen Lebensbereichen stehen, ob das Recht auf sichere Existenz, ob eine liberalere Drogenpolitik, das sind alles Sachen, die von den anderen Parteien bestenfalls stiefmütterlich behandelt werden und in vielen Fällen die Entwicklung in genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Und ein weiterer Wert, für den wir als Piraten stehen, ist der Fortschritt. Wir haben uns gegründet in vieler Hinsicht, weil die Politiker der etablierten Parteien sich vor neuen Entwicklungen, von neuen technischen Entwicklungen und neuen gesellschaftlichen Entwicklungen eher haben einschüchtern lassen. Wir kennen es in der Netzpolitik, dass jeden zweiten Tag irgendein Beitrag erscheint, wie gefährlich das Internet doch ist, wie gut wir auf unsere Kinder aufpassen müssen im Internet und kein Wort darüber verloren wird, welche Chancen es bietet. Und da sind die Piraten anders. Wir sind mit neuen Entwicklungen aufgewachsen. Wir haben keine Angst vor neuen Entwicklungen. Wir wollen die Chancen dieser neuen Entwicklungen in der Gesellschaft nutzen. Und das sind die Werte, für die ich einstehe mit den Piraten und bitte deshalb um eure Stimme und euer Vertrauen, dass ich es im Wahlkampf und hoffentlich auch im Landtag die piratige Politik vertreten kann. Danke. Also mein Name ist Michael Krämer, ich bin 53 Jahre alt, lebe zum zweiten Mal in Scheidung, habe insgesamt 4 Kinder und ich bin
seit ich denken kann, immer gegen den Strom geschwommen und habe immer gerne provoziert. Das hatte leider zur Folge, dass ich in den 80er Jahren zu weit nach rechts geschwommen bin. Der Höhepunkt war 1984. Ich bin dann Ende der 80er Jahre aus dieser Szene wieder ausgestiegen und bin froh, dass meine drei großen Söhne nicht in diese Richtung neigen und dass sie alle mehr oder weniger stark mit den Piraten sympathisieren. Ich möchte dazu beitragen, dass keiner mehr die Notwendigkeit sieht, sich in irgendeine äußerst linke oder äußerst rechte Ecke zu verirren, sondern sich auf demokratische Weise in der Opposition beteiligen kann. Ich war 8 Jahre bei der Bundeswehr, habe danach 24 Jahre lang, also das heißt 24 Jahre bin ich im Buch- und Verlagswesen tätig, habe von vorigem Jahr bis diesem Jahr noch studiert und meinen PR-Fachwirt und PR-Berater gemacht, habe das Zeugnis vor 3 Tagen erst bekommen und bin jetzt gerade PR-Berater einer Buchautorin, die das nette Buch Gesund gevögelt heute präsentiert, heute Abend und ist heute in der Abendzeitung auf der ersten Seite. Also mein Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit, deswegen war ich von 2000 bis 2005, als ich Mitglied der Bayernpartei gewesen bin, oberbayerischer Pressesprecher. Ich bin dann 2005 ausgetreten und war 2 Jahre in der Freien Wählergemeinschaft Lenkries Mitglied, als ich da gewohnt habe, weil ich mich kommunalpolitisch stärker engagieren wollte. Und bin dann in das Lager der Nähe der ÖDP gewechselt, weil ich seit 1986 Mitglied bin der Nichtraucherinitiative München. Und weil mir das Thema Nichtraucherschutz genauso wichtig ist wie der Umweltschutz. Und deswegen habe ich mich mit der ÖDP und den Grünen und der SPD im Volksbegehren engagiert. Bin im Sommer 2009 der Piratenpartei beigetreten, nachdem ich sie bei der Europawahl im Juni 2009 schon gewählt habe. Ich bin sehr engagiert in sozialen Netzwerken. In der Piratenparteigruppe auf Xing bin ich schon Mitglied seit Sommer 2009. Und ich bin Moderator der Gruppe WikiLeaks Deutschland, auch Gründer der Gruppe und Co-Moderator der Gruppe Informationsfreiheit ohne Grenzen. Und auf Facebook bin ich ja auch sehr aktiv. Im Augenblick 4711 Kontakte. 4711. Mein Ziel ist es, die Piratenpartei in Kreisen bekannt zu machen, wo sie bisher nicht akzeptiert worden sind. Das heißt auch in Altersgruppen, wo sie relativ wenig Wähler hatten bisher. Ich setze mich immer für die Interessen der jüngeren Generation ein, also für die Altersgruppe meiner Söhne und meiner kleinen Tochter, die jetzt noch nicht politisch aktiv sein kann mit 8 Jahren. Und meine eigene Altersgruppe sehe ich etwas sehe ich sehr kritisch, weil sie leider politisch nicht sehr idealistisch eingestellt ist zum großen Teil. Und ich möchte gerne in meiner Altersgruppe etwas mehr für die Piraten tun. Und ich möchte verhindern, wie gesagt, dass wieder irgendwelche Jugendliche oder auch Ältere in ein Fahrwasser geraten von extremistischen Parteien oder von Sekten. Dankeschön. So, guten Morgen. Wenn ich mir so die Gesichter anschaue, kennen mich einige durchaus. Trotzdem will ich mich mal kurz vorstellen. Ich bin Florian Dreik, 25 Jahre alt, komme eigentlich nicht aus München, sondern aus dem Oberschwaben, eigentlich ein Baden-Württemberger Feindgebiet, aber ich wohne seit über 5 Jahren hier in München, fühle mich auch sehr wohl hier. Vielleicht kurz zur Einleitung, wo ich herkomme, weil meine Geschichte ist etwas verschwommen. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Kaff, aus einem wirklichen Kuhkaff, Bauernhöfe links, rechts, vor, hinter mir, schräg, hinter mir auch noch. Bin da 8 Jahre lang wirklich mehr oder weniger auf dem Bauernhof auch aufgewachsen, dann in eine Kleinstadt gezogen, dort auch dann in die Realschule erst gegangen, dann nach London gezogen, krasser Kulturbruch, riesige Stadt, und dann wieder zurück in die Kleinstadt und dann nach München, also einmal querbeet alle Lebensmodelle im urbanen Gebiet durchgemacht, was mir allerdings auch sehr, sehr viel persönlich gebracht hat, also ich meine, ich habe relativ viel Lebenserfahrung für das, dass ich noch sehr jung bin. Gefällt mir aber. Mein politisches Interesse. Ich habe mich schon sehr früh für Politik interessiert, allerdings auch für alles andere. Also ich
habe die Bücherei von vorne bis hinten durchgelesen, war in einer Kleinstadt, wo ich herkomme, leider nicht so groß. Die Bücherei war ja vielleicht ungefähr so groß wie der Raum hier drin. Da kann man sich durchaus mal die interessanten Bücher anschauen. Drei Viertel waren sowieso nur irgendwelche Kitschromane, die habe ich nicht gelesen. Aber für Parteien konnte ich mich nicht so wirklich erwärmen. Hat sich dann erst viel später geändert. In der Hochschule habe ich mich dann das erste Mal wirklich gefunden, weil da konnte man dann endlich was bewegen. Nicht nur so wie in der Schule mit der SMV, sondern man konnte wirklich mitmachen, man konnte gestalten. Wenn man sich engagiert hat, konnte man gestalten. Ich habe dann in der Fachschaft aktiv mitgemacht, dann später in der Studierendenvertretung uniweit an der LMU. Ich habe es dann ein bisschen auch auf die Spitze getrieben, war dann landes- und bundesweit Vertreter der LMU in diversen Gremien. Habe mich dann auch erst vor ein paar Monaten langsam zurückgezogen. Ja, und daher kommt es auch, wie ich zu den Piraten komme. Nach 4 Jahren Hochschulpolitik war ich durchaus recht fit und habe dann wieder mitbekommen, dass die Piraten so ein Volksbegehren planen. Und irgendwie uns als Landesvertretung damals, die Landesastenkonferenz bzw. auch die Studierendenvertretung der LMU, haben davon nichts mitbekommen, ging komplett an uns vorbei. Dann habe ich mir die Piraten mal vorgeknüpft und habe sie eingeladen. Die sind auch dann brav gekommen. Da war zum Beispiel auch Martin dabei. Und da ich ein paar Freunde hatte, die schon bei den Piraten waren und durchaus mein Interesse geweckt haben, habe ich mir dann zum Ende Martin nach der Versammlung geschnappt. Und er hat mich dann einfach zum Stammtisch eingeladen. Bin ich auch gekommen. 2 Tage später war ich auf dem Corso Leopold und seitdem bin ich in den Piraten. Ja, trotzdem bin ich nicht gleich Mitglied geworden. Wie gesagt, ich habe das recht skeptisch betrachtet, weil von den anderen Parteien habe ich auch gelegentlich reingeschnuppert, hat mir nicht getaugt und bin erst 2-3 Monate später dann wirklich Mitglied geworden. Was mache ich denn überhaupt bei den Piraten? Wie gesagt, gleich in mein 2. Tag als irgendwie Piratenassoziierter war ich auf dem Corso Leopold. Dann habe ich auch Unterschriftenstände gemacht. Mein krassester war ein 5-Tage-Stand vor der Mensa der LMU für das Volksbegehren. Natürlich Stammtische, da komme ich erst gestern her, das war auch ein bisschen länger. Und auf dem Stammtisch, das war noch vor der Geschäftsstelle, habe ich dann auch mit ein paar anderen Studis Pläne geschmiedet. Aus diesen Plänen ist auch wirklich was geworden. Die Freibeuter, die Hochschulgruppe der Piraten in München. Bei den Freibeuter haben wir durchaus auch einiges erreicht. Als Freibeuter, doch auch, muss ich zugeben, durch meine Kontakte, habe ich dann auch Treffen mit der LAG organisiert. Bayernweite Treffen mit diversen anderen Hochschulgruppen, Grüne Hochschulgruppe, Juso Hochschulgruppe etc. pp. Habe diverse Interviews gegeben, das letzte erst letzte Woche. Und habe die Freibeuter ein bisschen vorangebracht. Habe auch mit meinen Mitstreitern Anträge eingebracht in die Parteitage. Ja, ich sehe gerade 5 Minuten, müssen ein bisschen schneller machen. 2. großes Ding, was ich gemacht habe. Ich habe dann am Anfang auch die Geschäftsstelle mit betreut. Angefangen hat das alles, als Ron auch hier Dinge getan hat und die Geschäftsstelle mit aufgebaut hat. Bin ich sehr schnell im Orga-Team gelandet. Ja, und seit längerer Zeit bin ich einer der Co-Leitungen, wie 2 andere hier, die auch Geschäftsleitung sind. Seltsamer Zufall. Ja, wir tun hier viele Dinge, bauen die Geschäftsstelle aus, schauen, dass sie läuft, basteln auch gerade im Keller an der Wahlkampfzentrale. Da bin ich dann auch dran beteiligt. Und ich habe auch diverse andere Sachen gemacht. Ich war Vertreter für die Piratenpartei Bayern in Prag bei Pirate Party International. Diverse Parteitage, Presseanfragen habe ich viele beantwortet. In AGs bin ich auch noch aktiv, also ich bin ein bisschen hyperaktiv. Muss man hier, ist ein kleines Manko. Manchmal übertreibe ich es gern. Jetzt kennt ihr mich ein bisschen, aber was mache ich hier denn überhaupt? Ich kandidiere de facto für den 104er.
und ich will schon auch was reisen. Ich bin nämlich ziemlich motiviert, mich da auch einzuarbeiten. Ich meine, ich habe mich in gewissen Gebieten schon gut eingearbeitet, insbesondere Hochschulpolitik, neuerdings auch Verkehr und Infrastruktur, wobei ich da ziemlich am Anfang stehe. Und ich will vor allem auch, darum geht es ja in einer Direktkandidatur, Wahlkampf machen. Ich will die Bude, also nicht die Bude, sondern ganz München rocken, wie wir alle gemeinsam, dass wir Piraten auch wirklich was reisen können. Ihr seht auch sicherlich auf meiner Wiki-Seite, da habe ich schon einiges geschrieben, weil ich mich durchaus erst recht spät dafür entschieden habe, wirklich anzutreten. Ja, jetzt habe ich auch schon ein bisschen geleakt, was ich eigentlich machen will im Landtag. Im Landtag interessiere ich mich insbesondere für zwei Ausschüsse, das ist Hochschule, Forschung und Kultur. Wobei ich muss gestehen, Kultur ist jetzt nicht ganz mein Schwerpunkt, aber durch die etwas seltsame Zuschneidung der 12 ständigen Ausschüsse im Bayerischen Landtag kam das halt so. Aber Hochschule und Forschung, insbesondere Hochschule, kenne ich mich schon ein Stück weit aus. Forschung habe ich noch Nachholbedarf und Kultur hoffe ich auf unsere Kulturpiraten, die hier in München auch sehr engagiert sind. Und der zweite Standbein wäre auch noch Wirtschaft, Infrastruktur, Technologie, auch assoziiert, weil ich mir auch als Backup durchaus noch andere Ausschüsse vorstellen könnte. Landwirtschaft und Umwelt wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ich vom Land komme und auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, habe ich da durchaus auch Möglichkeiten. Ja, jetzt langweile ich euch nicht weiter und gebe weiter an die Nächsten. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin der Dominik. Und ja, ich bin seit einigen Wochen auch auf dem Pirate Watch. Dadurch, dass mir dort irgendwie keiner eine Frage gestellt hat, stelle ich mich jetzt vielleicht, mich und meine Person erstmal jetzt hier heute vor. Ich bin 30 Jahre alt und was habe ich die letzten 30 Jahre gemacht? Ich bin gebürtiger Münchner und ich habe mich in den letzten 30 Jahren mit relativ verschiedenen Dingen beschäftigt. Ich habe zunächst VWL an der LMU hier in München studiert, auch abgeschlossen. Das war noch die Zeit des guten alten Diploms. Ich habe gearbeitet in der Analyseabteilung von der Bank, einer großen staatlichen bayerischen Bank. Zu dem Thema würde ich gern später noch was sagen. Ich habe einen zweiten Studiengang, das ist Slawistik. Damit bin ich auch gerade momentan noch ein bisschen beschäftigt. Ich habe von den 180 ECTS-Punkten zum Abschluss habe ich 174, das heißt mir fehlen noch 6 Stück, die muss ich jetzt noch machen. Außerdem habe ich ein Jahr gearbeitet als Betreuer von mehrfach behinderten Kindern in der Montessori-Schule und ich habe ein halbes Jahr in Russland gelebt, am Ural. Und womit ich mich in den letzten 15 Jahren fast am meisten beschäftigt habe, ist Politik. Ich habe mit 14 angefangen, mich in der Schule als Schülersprecher zu engagieren, bin dann zum Kinder- und Jugendforum gekommen, bin dann mit 15 von der Jungen Union angeworben worden, die gemeint haben, ich wäre ein fähiger Typ und man bräuchte mich. Ich habe dann dort auch Verantwortung übernommen, weil das sicher auch zu meinen Charakterzügen gehört, dass ich einfach dann auch Verantwortung in die Hand nehme. Ich habe dort den Kreisvorsitz gemacht, war verantwortlich für 300 Mitglieder, habe mich gleichzeitig auch noch engagiert bei der AGFP, das sagt den meisten hier wahrscheinlich wenig was, das ist die Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik und angefangen mit Kommunalpolitik habe ich dann mit 19. Ich habe mich für einen Bezirksausschuss aufstellen lassen, das ist die unterste Ebene der Kommunalpolitik. Ein paar Leute kennen es ja wahrscheinlich, das sind die Gremien, die sich mit den ganz örtlichen Fragen beschäftigen, wie wo wird ein Parkplatz geschaffen oder weggenommen, wo kommt eine Ampel hin und diese Themen. Ich habe mich dort speziell für öffentlichen Nahverkehr eingesetzt, weil ich den selber benutze, auch für Radler, weil ich selber viel mit dem Rad unterwegs bin und nicht motorisierter Autofahrer. Für den Erhalt der Surferwelle an der Isar, das war auch einer meiner Themen. Ausgetreten aus der Jungen Union bin ich dann vor 4 Jahren. Ganz einfach, weil ich die Partei selber auch nicht mehr gewählt habe. Und
Dann bin ich im Februar diesen Jahres zum ersten Mal auf einem Stammtisch der Piraten gekommen und habe dann im März, nachdem ich mir den Stammtisch und andere Veranstaltungen angeschaut habe, im März auch Mitglied geworden. Bei den Piraten hier engagiere ich mich hauptsächlich in der AG Kommunalpolitik, weil es einfach für mich nahe liegt, weil ich seit 10 Jahren eben mit Kommunalpolitik zu tun habe und versuche da so ein bisschen die Erfahrungen, die ich im Bezirksausschuss gemacht habe, dort einzubringen. Ich habe auch meinen Eintritt dann bei den Piraten öffentlich gemacht. Es gab dann auch 2 Zeitungsartikel, die eigentlich ganz positiv waren. Aber um Verwechslungen vorzubeugen, es gab da einen AZ-Artikel mit einer gewissen Überschrift, also ich bin nicht der Puff-Pirat, nur als Hinweis. Aber das Motto sollte ja eigentlich sein, Themen statt Köpfe, und jetzt würde ich gerne zu den Themen kommen und euch mal interaktiv fragen. Meldet sich doch einfach mal jeder, der gerne auf eine Feier geht. Gestern erst. Also es sind feierwütige Menschen hier. Wer von euch geht denn am 17.11., das ist der nächste Samstag, auf eine Feier? Ja, immerhin einer, aber vielleicht weiß der noch nicht, dass das am nächsten Samstag, zumindest wenn es eine öffentliche Feier ist, ab 24 Uhr verboten ist, weil wir in Bayern nämlich die schöne Einrichtung des Tanzverbotes haben. Und das gilt 4-mal im November. Also das heißt, 4-mal im November sagt der Staat, liebe Leute, ihr dürft zwar unter der Woche arbeiten, aber am Samstag, da muss ab 24 Uhr mit Musik Schluss sein. Für mich ist dieses Tanzverbot was vollkommen Mittelalterliches, und ich war sehr froh, als ich im März gelesen habe, da waren auch wieder Tanzverbot an den Osterfeiertagen, dass sich die Piratenpartei, das war in dem Fall der Hessische Landesverband, für die Abschaffung des Tanzverbotes einsetzt. Man muss dazu sagen, das hat jetzt auch einen Hintergrund zu meiner Landtagskandidatur. Das Thema Tanzverbot ist ein Thema der Bundesländer. Das heißt, es erlässt jedes Bundesland sein eigenes Tanzverbotsgesetz. Und es ist natürlich logisch, dass das in Bayern am aller schärfsten ist. Nächsten Samstag bzw. Sonntag ist übrigens Volkstrauertag, deswegen Tanzverbot. Ich denke, dass das auch ein Thema hier ist, was man in diesem Wahlkreis spielen könnte. Speziell hier zum Wahlkreis gehört ja auch der Bereich Schwabing-West. Leben ziemlich viele junge Menschen auch in Uninähe, und hier könnte man relativ gezielt Leute, die auf dem Weg zu einer Feier sind und für die dieses Thema einfach relevant ist, auch ansprechen. Ein weiteres Thema, sozusagen auch vielleicht mein Spezialgebiet. Dazu würde ich den Slogan prägen, Transparenz statt Landesbankdesaster. Das ist meines Erachtens ein Thema, wo wir bei der Landtagswahl deutlich darauf hinweisen sollten. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, die Landesbank ist durch ziemlich eigenartige Dinge im Prinzip pleite gegangen und musste dann vom bayerischen Staat mit einer Hypothek von 10 Milliarden gerettet werden. Das sind pro Stunde 39.000 Euro Zinsen, die wir Steuerzahler hier alle aufbringen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier 2 Stunden zusammensetzen, haben wir 78.000 Euro nur an Zinsen für das Desaster der Landesbank zu zahlen. Und ich glaube, da können wir mit diesem Grundpunkt Transparenz auf jeden Fall ansetzen, weil die Dinge, die da gelaufen sind, waren eben höchst intransparent. Stichwort CSU-Filz, dass die Posten bei der Landesbank einfach vergeben worden über politische Kontakte, dass man die Hypo Alpe Adria in Österreich übernommen hat mit Kärnten, FPÖ, Haider und bestimmten Geschichten. Und muss auch noch vielleicht dazu sagen, dass der jetzige Ex-Vorstand der Landesbank anschließend einen Beratervertrag von der Hypo Alpe Adria bekommen hat, nachdem er nicht mehr bei der Landesbank gearbeitet hat. Eingesetzt als Vorstandsvorsitzender der Landesbank hat ihn übrigens der
von der CSU dominierte Aufsichtsrat. Ja, ich würde gerne noch was zum Thema Wahlkampf sagen. Ich war bisher bei allen Aufstellungsversammlungen hier da und was ich noch ein bisschen vermisst habe, sind Ideen, wie man hier einen Wahlkampf machen kann. Infostand ja, Veranstaltung ja, aber das sind nun wirklich klassische Sachen. Ich habe auch noch andere Ideen. Ich habe zum Beispiel 2002 angefangen, im Kommunalwahlkampf eine Christbaumabholaktion zu machen. Ich habe sie unter dem provokanten Titel Weg mit dem Grünen geführt. Wir hatten im ersten Jahr, habe ich 40 Bäume abgeholt und habe das dann jedes Jahr immer weiter gesteigert. Am Ende waren es dann 1500 Bürger, bei denen wir zu Hause in ihrem Wohnung oder in ihrem Haus oder ihrer Wohnung waren, den Baum abgeholt haben und einfach so in Kontakt mit Bürgern gekommen sind. Das hat sich bei der Kommunalwahl dann auch ausgezahlt, weil wenn dich die Leute dann kennen und du ihr örtlicher Kandidat bist und sie dich schon mal gesehen haben und du auch schon mal was für sie gemacht hast, was Sinnvolles auch, weil ökologisch ist es ja jetzt auch nicht besonders sinnvoll, wenn jeder seinen Baum selber mit dem Auto hinfährt, sondern wenn man das mit einem LKW für 1500 Stück macht. Ja, und dann wird man von den Menschen auch gewählt. Das wäre ein Konzept auch hier für den Stimmkreis. Für Neuhausen und Schwabing-West vielleicht weniger, da ist jetzt nicht so die Christbaumgegend, aber zum Beispiel gehört ja auch am Hart dazu, das ist sicher eine Gegend, wo man mit diesem Thema auch kommen könnte. Es wäre überhaupt ein Konzept von mir, wir haben hier in dem Stimmkreis äußerst unterschiedliche Stadtviertel und den Wahlkampf dann auch ein bisschen entsprechend den Stadtvierteln anpassen. Danke. Da können wir ja die Bäume 4 Wochen später abholen, da sind sie schon braun, da kann man sagen, weg mit den Braunen. Hallo, ich bin Nadine Engelhardt, ich bin geboren in Rosenheim, habe dann in Bad Aibling einen Realschulabschluss gemacht, eine Industriekauffrau gelernt und später auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Ich bin vor mittlerweile 18 Jahren. Mittlerweile ist es fast 18 Jahre her, dass ich nach München gezogen bin, auch um dort das Abi nachzumachen. Später habe ich dann 6 Semester relativ erfolglos Informatik studiert und bin dadurch eigentlich schon wie der Flo eigentlich in die Fachschaft reingekommen. Und habe mich dort ein bisschen um die Leute gekümmert, habe Sachen organisiert. Und das kommt mir eigentlich immer noch zu Pass. Warum ich für Milbertshofen ausgerechnet, wo ich doch in Schwabing wohne, mich aufstellen lasse? Ich bin eigentlich fast jeden Tag hier. Ich bin ebenfalls in der S71-Leitung. Und ich besetze 2-mal die Woche ungefähr und bin dann noch zu Veranstaltungen hier. Und ich denke mir, dass wenn wir in Milbertshofen was rocken wollen, dann brauchen wir diese Räume hier. Dann werden wir in diesen Räumen auch was anstellen müssen, also im Sinne von Veranstaltungen, wo wir auch die Leute hier reinholen und Wahlkampf machen. Welche Art von Wahlkampf kann man in Milbertshofen machen? Milbertshofen hat einen Ausländeranteil von, die einen sagen, ca. 22 bis Mitte 30%. Das ist nicht unwichtig für uns. In Berlin ist zurzeit dieses Refugee Camp. Da sind die Leute von Würzburg aus losgegangen, auch aus bayerischen Asylbewerberheimen, haben sich dort vors Brandenburger Tor gestellt und stehen bis heute dort, soweit ich weiß. Die Überleitung auf die Landespolitik ist da nicht schwer. Bayern behandelt seine Asylbewerber wie Dreck. Mir ist wichtig, dass das aufhört. Das ist auch der Grund, warum ich mich in der Ausschussarbeit im Landtag für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz einsetzen werde, weil das Asylrecht, das ich hierzulande zum Kotzen finde, ein wesentlicher Anteil dessen ist. Das andere ist,
auf meinem persönlichen Lebensweg ist es weitergegangen. Weitergegangen ist es insofern, als ich in einem PEN mitarbeite. PEN ist eine Schriftstellervereinigung, eine internationale, ist ein bisschen ähnlich organisiert wie die Piratenpartei. Es geht dort um Meinungsfreiheit, um Kultur. Da kommen wir schon zu meinem zweiten Ausschuss, das wird Hochschule, Forschung und Kultur. Es ist zumindest der Wunschausschuss. Und da im speziellen Literatur und was ich jetzt für München auf die Beine gestellt habe, ist am 15. eine Demonstration für Meinungsfreiheit. Da kommt noch ein anderes Thema mit rein, Meinungsfreiheit, Freiheit des Einzelnen. Es gibt ein neues Forschungsprojekt auf EU-Ebene, das heißt INDECT. Da geht es darum, die Bürger im öffentlichen Raum stärker überwachen zu können. Da draußen habt ihr vielleicht die Transparente gesehen, das war die letzte INDECT-Demo im vergangenen Monat, wo ich mitgelaufen bin. Der nächste Aktionstag ist am 8.12. Ich würde euch gerne zahlreich dort sehen, egal ob ihr mich aufstellt oder nicht. Es ist ein verdammt wichtiges Thema. Wenn ihr in den nächsten 10, 20 Jahren noch unbehelligt oder euch frei fühlen wollt im öffentlichen Raum, ist es wichtig. Mein dritter Wunschausschuss ist Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe auf dem Bauernhof mitgearbeitet. Ich kenne die Probleme. Ich interessiere mich sehr für diese Probleme. Ich kenne die Leute, die ich fragen kann. Was könnte ich jetzt noch sagen zu meiner Person? Ich bin vor ungefähr einem Jahr in die Piratenpartei reingekommen. Es hat mir sofort getaugt. Dann ist im Januar diesen Jahres die Landesgeschäftsstelle aufgebaut worden. Ich habe mich da ein bisschen mit beteiligt und dann bin ich im Prinzip eigentlich immer weiter mit reingerutscht, habe relativ viel Freizeit geopfert, mein armer Mann kann davon ein Lied singen und habe es jetzt eigentlich dazu gebracht, dass ich mittlerweile beim Besetzen hier drin sitze und arbeite. Meine Arbeit sieht folgendermaßen aus. Ich bin unter anderem Herausgeberin von einem relativ großen Buch, das kommt nächstes Jahr raus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich in euren Grillfragen fragen wollen, liebe Nadine, wird es kostenlos online gestellt? Nein, die liebe Nadine kann das gar nicht kostenlos online stellen, weil die Rechte nicht bei ihr liegen. Das andere, was ich mache, ist Transkriptionen von alten Zeitungsartikeln. Von Alfred Kerr, Sinsheimer und anderen Gestalten, die in den 20er Jahren rumgelaufen sind, die ich irrwitzig interessant finde, weil die sich zum Teil auch heftigst politisch engagiert haben. Also wir hier in München, wir sind der Ort, wo die Räterepublik gegründet wurde, wo scheinbare Politikdilettanten was auf die Beine gestellt haben, egal ob es niedergeschlagen worden ist oder nicht. Wir sind eine Partei, die im Grunde genommen auch diese Tradition fortsetzen kann. Also es ist nicht so, dass Politik von den Leuten, von den Fachleuten mit den Anzügen gemacht wird, sondern Politik ist für mich etwas, was wirklich jeden angeht. Und ich denke, jetzt bin ich fertig. Danke. Okay, also nach mir habt ihr es überstanden bei den vielen Kandidaten, weil doch einige Gesichter da sind, die ich noch nicht kenne, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich auch kurz vor. Also ich bin Florian Deisenrieder, also der zweite Florian in der Liste. Geboren bin ich südlich des Weißwurst-Äquators, aber im falschen Bundesland, nämlich auch in einem kleinen Dorf, 200 Einwohner in der Nähe von Heidenheim, manche Piraten kennen das. Nach dem Abi bin ich dann der Ödnis entflohen und habe ein Jahr in Hamburg Zivildienst geleistet, habe dann 6 Jahre in Berlin Medizin studiert. Seit 2 Jahren wohne ich jetzt im schönen München und im Frühjahr nächsten Jahres werde ich mein Studium und meine Doktorarbeit beenden.
Bei den Piraten bin ich seit dem 24. September 2011. Das ist zumindest der Tag, an dem ich meine Mitgliedschaft beantragt habe und an dem ich meinen ersten Blogbeitrag geschrieben habe. Dass ich jetzt etwas über ein Jahr hier stehe und mich als Direktkandidat kandidiere, hätte ich damals nicht gedacht. Was in dem Jahr passiert ist und was ich gemacht habe, will ich kurz ein bisschen erläutern. Manche kennen mich vielleicht mit dem Thema oder bringen mich mit dem Thema so Liquid Feedback, Pirate Feedback in Verbindung. Ich mache da Schulungen, zum Beispiel morgen eine in Ulm, und ich arbeite mit in dem Team, das jetzt Pirate Feedback, wer es kennt, jetzt am letzten Wochenende alle Leute eingeladen wurden. Und ich mache das nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich finde, dass diese hierarchiearmen Strukturen, diese Möglichkeiten der Online-Beteiligung, diese basisdemokratischen Elemente, das sind, was die Piratenpartei ausmacht und das, was wir uns auch unbedingt erhalten müssen. Also ich war, bevor die Frage kommt, ob ich bei einer anderen Partei war, nein, war ich nie. Allerdings in dem Jahr in Hamburg war ich so lose bei der Grünen Jugend. Und was mich da total erschrocken hat, dass da waren coole Leute dabei, aber je höher, sag mal, Vorstände, Hierarchien, je höher es ging, desto angepasster und unkritischer wurden die Leute. Weil natürlich will man sich dann mit den Leuten, die einen Posten verschaffen später, ja, will man sich nicht verscherzen. Und ich finde, das Problem bei etablierten Parteien ist oft, dass auf dem Weg vom idealistischen Jungpolitiker nach oben dann am Ende irgendwelche seelenlosen Stahlbolzen übrig bleiben, ja, die wir kennen. Und ich hoffe sehr, dass wir da es schaffen, anders zu bleiben. Ein Thema, das auch für mich in diese Richtung gehört, ist Transparenz. Ich weiß, so Bullshit-Bingo, Buzzword, aber zum Beispiel Piraten in Berlin im Abgeordnetenhaus, da verwenden einige zum Beispiel ein System, in dem sie bereits schon eine Anfrage an ein Fachreferendariat, recherchier doch mal zu diesem Thema, dass sie so eine Anfrage schon transparent und öffentlich machen. Und dann kann man jeder nachvollziehen, wie ist aus dieser Anfrage im Laufe von mehreren Wochen dann eine große Anfrage oder ein Antrag geworden, der im Plenum behandelt wird. Und man kann es nicht nur nachvollziehen im Sinne der Transparenz, man kann sogar zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich selbst als Pirat oder als Basismitglied engagieren und eingreifen. Aber genug Metathemen, also zum Beispiel so ein System würde ich auch gerne in Bayern umsetzen, ja. Aber genug Metathemen. Ich kandidiere jetzt als Direktkandidat für den Stimmkreis 104, Milbertshofen am Hart, Schwabing West und so weiter, Neuhausen ein bisschen noch. Was jetzt in Milbertshofen zum Beispiel ist, dass 12% der Leute, die hier wohnen, staatliche Leistungen beziehen, um über die Runden zu kommen. Das heißt, die soziale Frage ist, glaube ich, hier von Bedeutung und wir müssen da als Piraten eine Antwort haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur das BGE, was ein ganz cooles Konzept ist, aber was wir in den nächsten 5 Jahren umsetzen werden und schon gar nicht im Bayerischen Landtag. Damit meine ich jetzt auch nicht nur so Plattitüden wie, ja, Hartz IV muss weg, auch wenn es stimmt. Aber wir haben zum Beispiel, ne, hier mit von Münchnern miterarbeitet, ein Positionspapier schon beschlossen, Sofortmaßnahmen zur Humanisierung vom SGB II. Ja. Und das ist ein Stil, der unheimlich konstruktiv ist, der konkret ist und der aber tatsächlich was für die Leute bewirken kann. In diesem Stil würde ich gerne arbeiten. Das weil es jetzt mit den Ausschüssen auch öfter kam, der Ausschuss, in dem das behandelt wird, ist Soziales, Familie und Frauen. In diesem Ausschuss ist auch, haben jetzt auch schon, Asylpolitik auch ein Thema. Und da muss man gar nicht nach Zirnsdorf schauen, wo jetzt die Verhältnisse katastrophal sind, sondern zum Beispiel auch in Milbertshofen in der Knorrstraße war auch lange Zeit ein Heim für Asylbewerber. Und das ist jetzt, wird das, glaube ich, umstrukturiert für ein Heim für Obdachlose, und zwar mit über 200 Betten. Ja, das heißt, auch das Thema Armut ist leider, man merkt das ja oft in München nicht, ja, aber auch, danke, auch Altersarmut, ja, das, wenn man genauer hinschaut, ist das auch in München ein großes Thema. Da gibt es auch eine Studie, die sagt, in München besonders betroffen sind Migranten. Ja. Da haben wir mit der Harder-Tower eine Sozialministerin, die sich hinstellt und sagt, Multikulti ist tot. Ja. Und da sage ich, können wir Piraten ein bisschen mehr sagen. Mit unserer Freiheitsliebe, mit unserem pluralistischen Weltbild, mit unserem offenen Weltbild haben wir wirklich was anzubieten. Weil wir sagen eben nicht, oh mein Gott, 22% Ausländer, sondern ich sage im Gegenteil, in Milbertshofen leben Menschen aus 104 verschiedenen Nationen.
Ich meine, wie geil ist das eigentlich? Ja? Und will jetzt gar nicht da Probleme verschweigen, ja? Aber auch für die Probleme haben wir als Piraten Lösungen. Nämlich zum Beispiel die Abschaffung aller Bildungsgebühren. Und das sind nicht nur die Studiengebühren, sondern das sind eben auch Kita-Gebühren. Oder um ins Arbeitsrecht reinzukommen, kann es auch nicht sein, dass die Ausbildung zur Altenpflege, dass ich für Lehrmittel mehr zahle, wie den Hungerlohn, den ich für die Ausbildung kriege. Und ich glaube, das sind alles piratige Inhalte, die ich gerne vertreten will. Ihr könnt mich gerne später noch, aufgrund der Zeit, später noch zu Kultur fragen. Ja, das interessiert mich auch. Lasse ich jetzt aber ein bisschen und komme zu dem, wo ich fachlich sicherlich eigentlich am stärksten bin, aufgrund meines Hintergrundes. Das ist die Gesundheitspolitik. Und auch da weiß ich, dass das kein Länderthema ist. Das heißt, man wird da nicht das Gesundheitssystem reformieren können. Aber man könnte eben tausende von Seiten wälzen, um im Kleinen Veränderungen zu machen. Und ein Bereich, wo man auch auf Landesebene viel machen kann, ist die Drogenpolitik. Da habe ich mich jetzt thematisch mit am meisten eingebracht. Also ich war auf Frankenplenum, Bayernplenum auch als Referent. Das Wahlprogramm und das Positionspapier zu Drogenpapier in Bayern wurde im Team geschrieben, aber stammt vieles von meiner Feder. Ich war auf dem Hanftag und habe eine Rede gehalten für die Legalisierung von Cannabis. Und ich denke, da kann man auch als Land wirklich viel erreichen. So, jetzt kam auch schon mehrmals, wir sind noch lange nicht, niemand von uns, in irgendeinem Landtag, sondern das Erste, was kommt, ist der Wahlkampf und das ist tatsächlich wichtig. Ich glaube, gerade in Milbertshofen haben wir Chancen. Ja, die Wahlbeteiligung war hier das letzte Mal sehr gering. 10% haben Sonstige gewählt, also nicht die großen 5. Und wir haben, glaube ich, eine Chance, wenn wir einen guten Wahlkampf machen, ein paar Leute echt zu bewegen, doch uns zu wählen. Übrigens noch am Rande, nur 1% haben letztes Jahr in diesem Stimmkreis Rechte gewählt. Finde ich super, auch wenn ich sage, 1% ist immer noch 1% zu viel. Bin engagiert bei den Piraten gegen rechts. Und wäre ich jetzt heute nicht hier, wäre ich auf der Gegendemo. Denn ich sage, am wirkvollsten gegen Rechte ist natürlich Bildung und Kultur, dass die Leute erst gar nicht in Rechte sehen, reinrutschen. Aber ich bin auch der Meinung, die Leute, die man damit nicht erreicht, muss man auch als Partei ganz klar das Zeichen setzen, ihr seid hier nicht willkommen. Aber zurück zum Wahlkampf. Ich werde, wie gesagt, April, Mai mein Studium beenden. Ich könnte es mir leisten, zum Glück dann von April oder eher von Mai an bis zum Wahlkampf wirklich Vollzeit für die Piraten mich anzustrengen und Wahlkampf zu machen. Und ich denke auch, dass es eben zum einen, man muss mal die Ochsentour machen, das heißt, man muss an Wochenmärkten stehen und Luftballons verteilen, aber ich denke, man muss auch ein bisschen kreativere Konzepte sich einfallen lassen, um vielleicht gerade Nichtwähler zu überzeugen. Ja, ich habe da auch Ideen, so Richtung Guerilla-Marketing oder was auch immer. Ja, bin ich für alles offen, kann man im Team arbeiten. Einfach, dass wir einen geilen Wahlkampf machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und wenn ich für euch und mit euch einen geilen Wahlkampf machen kann. Danke. Jo. Dann danke ich den Kandidaten für Ihre Vorstellung und eröffne die Fragerunde.